Tja, wir stehen hier vor einem der ersten Bilder im ersten Raum der Ausstellung. Wenn man sich das Bild erstmal anschaut, man sieht zwei Figuren und trotzdem, klar, ein Mann und eine Frau, und dennoch wirkt es rätselhaft. At the Hour of Night heißt der Titel des Bildes, leicht abgekürzt. Mir geht es immer wieder so, wenn ich deine Bilder sehe, Daniel, dann habe ich den Eindruck, sie sind auf zweierlei Art und Weise gemalt. Nämlich von außen nach innen und von innen, von dem Bildgrund aus, nach außen. Das heißt, zwischen Bildvordergrund und Bildhintergrund entsteht eine Spannung innerhalb des Bildes, die eigentlich mehr spürbar als sichtbar ist. Wie verläuft dein Malprozess? Ist das, dass du ein Bild sozusagen von innen, das heißt von unten, vom Bildgrund nach außen aufbaust? Ja, ich glaube, das Interessante an der Malerei ist ja immer, dass der eigentliche Akt des Malens ja so einfach ist, dass man wirklich Farbe aufträgt, ob sie flüssig ist oder pastos, ist in dem Fall, in dem Prozess unrelevant. Es ist einfach ein formaler Akt in erster Linie. Und durch diese Anhäufung der Wiederholung baut sich eben so eine Art Spannung auf, wo man das Gefühl hat, es kommt eben Bedeutung oder Bilder, die man quasi Formen sieht auf der Leinwand, und gleichzeitig versucht man oder versuche ich drauf zu kommen, was denn eigentlich schon da war und an die Oberfläche kommen will. Und das heißt, der Malprozess ist dann fast so ein Kampf zwischen dem Zumalen und eigentlich dem Aufmachen des Bildes. Und da fängt eigentlich die interessante Phase an, wo man sagt, wie kann man tatsächlich eine Form oder eine Fläche in die Leinwand bringen, die gleichzeitig eigentlich sich selber zurücknimmt, die sich selber quasi auscancelt, wie man sagt. Auslöscht. Auslöscht, ja. Also Löschung durch Überdeckung. Das Interessante ist aber, wenn ich jetzt einen genaueren Blick auf die Leinwand werfe, wenn eine Form über die andere gemalt wird, dann wird die ja eigentlich nicht ausgelöscht, sondern es ist, wie wenn man eine zweite Schicht drauflegt, und es scheint ja unten durch. Ja. Das heißt, dieses Bild ist natürlich ein statisches Bild, es bewegt sich nicht, klar. Ja. Es ist ein Gemälde, Öl auf Leinwand. Aber eigentlich steckt in diesem Bild eine Bewegungsvirtualität drin. Ja. Nämlich durch die unterschiedlich übereinander gelegten, sich überlappenden, aber auch unscharfe Ränder erzeugenden Formen. Warum malst du keine Figuren, die, ich sag mal, im klassischen Sinne scharf umrissen sind, die ins Auge des Betrachters springen, die klar identifizierbar sind und klar zuordnbar sind? Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann ich es nicht oder will ich nicht. Also nicht im Können vom Technischen, sondern natürlich das Interesse ist nicht da. Ich denke, die Arbeit gegenüber hier, die ja auch entstanden ist, quasi zeitgleich mit der, löst die Figur noch mehr auf. Die wenigen Anteile von Figur, die man noch hat, sind quasi jetzt wirklich ein Kopf hier, hier noch ein Profil, das so quasi schwarz auf schwarz fast verschwindet. Also diese Unschärfe
wird zum Punkt gebracht, dass man es fast nur mehr im Original sieht. In der Reproduktion ist das so ein feiner Kontrast, dass es eigentlich nur eine schwarze Fläche ist. Und die ganze Arbeit ist natürlich, also man spürt die Präsenz einer Figur auf Kosten natürlich von den Umrissen, von der Kontur. Und ich denke, dass diese, das hat auch irgendwas sehr Menschliches, dass ich mir denke, wir auf der einen Seite, ich glaube, wir gehen die Bedürfnisse, die wir haben in Beziehungen oder in dem Gegenüber, sind ja oft genau die, dass wir hätten ja lieber die Kontur, wir hätten jemanden klar umrissen, aber eben mit einordnenbar, aber ja, meistens der Grund dafür ist ja eine Distanzierung. Ich kann mich ja nur distanzieren von der Sache, die ich eigentlich verstehe. Mhm. Und deswegen liegt uns so sehr, diese Kontur irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, die Bilder kehren das Ganze um, dass sie sagen, es gibt keine Kontur mehr. Das heißt, man merkt, man wird hineingezogen in die Bilder, aber wird belohnt mit natürlich einer unheimlichen Präsenz von Form und Farbe. Gerade weil sie eben auf die Kontur und diese Klarheit verzichtet. Bei der Gelegenheit würde ich gerne mal auf eine Produktion zu sprechen kommen, die du eigentlich erst seit letztem Jahr, glaube ich, angefangen hast, ja. Nämlich die Hinterglasbilder. Denn die funktionieren ja ganz anders. Ich meine jetzt von der Machart. Da hat man eine Glasscheibe und du bemalst die Glasscheibe von hinten. Ist das so? Wie behältst du die Kontrolle über das Bild? Schaust du von vorne, während du von hinten malst? Zum Teil, ja. Also in den Formaten ist es nicht ganz so kompliziert. Man kann auch, also vieles ergibt sich auch, indem man quasi sich nur ein bisschen die Begrenzung gibt und dann die Fläche so bearbeitet und schaut, wie sie dann kollidiert mit der Form. Und man verliert, ich meine, dadurch ergeben sich viele, viele Unschärfen nochmals, weil man eben nicht genau die Kontrolle hat, wo die Formen dann landen und wo sie liegen. Aber bei den Hinterglassachen war die eigentliche Herausforderung oder die Fragestellung ist, wie verhält sich die Malerei, wenn sie hinter diesem Glanz der Glasfläche, was mittlerweile ja so eine gewohnte Sehart ist, durch die Bildschirme und Tablets und iPhones, ist ja alles ist hochpoliert, was einerseits natürlich den Kontrastwert erhöht, aber man sieht eigentlich immer sich selber zum Teil in der Spiegelung. Das fällt vielen Leuten nicht mehr auf, aber es ist natürlich sicher bezeichnend für unsere Kultur, dass die scheinbare Auseinandersetzung mit dem anderen ist zu 50% eigentlich eine Spiegelung des Selbst. Und das war für mich hier mit ein kleines Experiment zu schauen, was machen die Arbeiten, wenn sie jetzt tatsächlich diese Spiegelung des Betrachters mit hineinnehmen und quasi integrieren in die Arbeit. Und in dem Fall ist es eben wirklich Öl auf Glas, das heißt, es ist nicht eine gerahmte Arbeit, sondern das Objekt selber quasi kommt mit dem Glas. Und wenn ich das so sehe, dann, wie du jetzt das ausgeführt hast, eigentlich treffen zwei unterschiedliche Ästhetiken aufeinander. Wie du das beschreibst, eine Art von zeitgenössischem Sehen, das halt ganz klar von der Oberfläche her an Bilder herangeht, ja. und nach dem Netz Hautreiz fragt und im Grunde genommen auch nur einen ganz kurzen Aufmerksamkeitswert beansprucht, bis man zum nächsten Bild übergeht. Ja. Deine Bilder, und das kann man, glaube ich, sehr gut sehen, bei den Arbeiten in den weiteren Räumen. Hier haben wir nochmal eine weitere Folge von Hinterglasbildern. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Bild sich anschaut, den Titel muss ich gerade nachlesen, oder hast du ihn parat? So all is for the best. Oh, so all is for the best, genau. Ja. Auch von 2014.
Und ich glaube, hier merkt man ja deutlich, dass zum einen gerade im unteren Teil so eine organische Form, wie eine Art Urform sich aufbaut. Diese Form ist von Linien, wie von Energieströmen durchpulst. Und diese Form wächst auf zu zwei Gestalten. Eine liegende, sagen wir mal so, in der Tradition der Nu Allongé, der klassischen Moderne, und dann eine Figur mit so einem Schlapphut, eine Art Clochard, mit wilden, irren Augen, die Hand ganz plastisch, scheint fast hervorzutreten. Das heißt, im Grunde genommen arbeitest du hier auch mit unterschiedlichen Realitätsebenen. Wie konzipierst du diese Figuren, die ich jetzt als Gestalten mal benennen möchte, weil sie ja auch etwas Offenes, so wie dein gesamter Malprozess, etwas Offenes haben und sich eben mit, also die Figuren untereinander verschränken sich ja, sie gehen ineinander über, sie fließen ineinander, als würden sie, wie hier zum Beispiel, eigentlich aus einem sehr wurzeligen und knorrigen Stamm herauswachsen. Was sind für dich diese Gestalten oder Figuren, wenn du sie eben nicht, wie das in der zeitgenössischen Kunst häufig der Fall ist, von Fotografien als Vorlagen abnimmst? Sind das innere Fantasiefiguren? Denkst du da an etwas dabei? Hast du bestimmte Assoziationen? Oder ergeben die sich fast intuitiv aus dem Malprozess? Sicher mehr das Letztere. Ich denke, wie vorher erwähnt, die einzelnen Elemente sind im Grunde ja sehr einfach nachvollziehbar. Hierunter sind es einfach wiederholte grüne Linien, dann sind es weiße Linien, dann gibt es eine Fläche, einmal mehr, einmal weniger lasierend. Und es findet eine Überlagerung statt. Das ist auch im Grunde relativ nachvollziehbar. Und dann gibt es gewisse Teile wie diese Augen, wo diese Formen, die sich eher eben durch diese Linienwiederholung eine gewisse Fläche ausgemalt wird. Und da liegt eben genau dieser Konflikt, dass man sagt, es existiert ja keine Figur in der Malerei als Element, was man in einem Augenblick auf die Leinwand wirft. Mhm. Das heißt, jede Figur, auch wenn es eine sehr klassisch gemalte Figur ist, ist hier quasi eine Wiederholung von im Grunde sehr einfachen Pinselstrichen und eine Anhäufung von gewissen Elementen. Also eigentlich sogar eine realistische Figur eigentlich eine Summe aus abstrakten Schritten. Und das ist es auch. Mhm. Und deswegen, das hat man ja auch, sieht man ja auch, wenn man Arbeit im Prozess sieht oder Malern bei der Arbeit zusieht, sind ja selbst die sehr realistisch die Malerei zu sehr realistischen Endprodukten führt, ist der Prozess meistens hoch abstrakt. Je nachdem, wie er arbeitet, ist es entweder fast mechanisch abstrakt oder eben sehr intuitiv. Aber ich denke, ich glaube, da ist eben für mich ist es spannend, eben die Figur zwar in diese Richtung zu bringen und dann aber umzukehren und dann wieder nach außen fließen zu lassen. Also anstelle, dass die Malerei die Figur vollendet, ist die Figur, wie sie in irgendeinem Moment dann erscheint, fängt an, die Malerei eigentlich zu definieren und zu formen. Und es entsteht dann so eine Gegenbewegung, die, glaube ich, auch als Betrachter nicht zulässt, dass man sich auf der einen Ebene oder auf der anderen völlig wohlfühlt. Und deswegen bricht es immer wieder ab. Das heißt, die Figur, die man wahrnimmt, kippt im nächsten Augenblick und man kommt drauf, eigentlich ist es doch keine Figur. Und es löst sich immer wieder ab. Und ich denke, das macht eben diesen Sehprozess so interessant, dass es Malerei eben die Möglichkeit hat, ein Nichtbild zu malen. Dass es nicht gezwungen ist, als Bild zu existieren, sondern im Grunde diesen Zwischenraum zu befüllen, wie sonst für mich kein anderes Medium es schafft. Einfach aufgrund dieser Dichotomie, dass es
dass das sogar das Realistische eigentlich eine Ansammlung ist von nicht realistischen Elementen, rein materialistischen Teilen. Also das heißt, das Bild siehst du dann, wenn du jetzt von Bild sprichst, im Englischen gibt es ja diese wunderbare Unterscheidung zwischen Picture und Painting. Ja. Wenn du eben vom Bild gesprochen hast, dann wohl mehr im Sinne eines Pictures, das heißt eigentlich eines Produktes, ja, wie wir Produkte kaufen, ja? Endprodukte, ohne dass ich diesen Produkten den Werdeprozess anmerke, ohne dass durch den Prozess, der im Bild selbst nachvollziehbar ist, ich auch diesen Spannungsaufbau, und wie du hier sagst, eigentlich ist es sowas wie Systole und Diastole, also dieses Einatmen und Ausatmen, sodass die Bildoberfläche eben jetzt nicht eine versiegelte Oberfläche wird, sondern eigentlich, wenn man sich wirklich auf diesen Bildkörper oder Bildleib einlässt, eigentlich eine atmende Oberfläche wird. Was man, glaube ich, ganz gut hier in diesem Bild besonders gut nachvollziehen kann, eben wie du eben das auch beschrieben hast, mit eigentlich Formen, schwingenden, organischen Formen, sei es nun Form oder auch Lineaturen oder eben auch, die sich zu einem Gesicht, einzelne Formen, die sich zu einem Gesicht zusammenschließen, aber die eigentlich ineinander pulsen. Ja. Das ist wie eigentlich pulsierende Kräfte innerhalb eines Bildes. Ja. So sehe ich dieses Bild hier. So. Gehen wir mal in den nächsten Raum hier. Diese Arbeit ist möglicherweise gehört zu den Arbeiten, die, nachdem sie wieder im Atelier landen, irgendwann wieder in den Prozess, den Malprozess, einfach reingesaugt werden. Das ist nicht ungewöhnlich, dass Arbeiten, selbst wenn sie ausgestellt wurden oder auch abgebildet wurden in Katalogen, dass sie quasi so eine gewisse Zeit haben, wo sie in der Form existieren und dann wieder zurückkehren in diesen Malsog, Malstrudel. Und das ist für mich eben ganz einzigartig, dass die Malerei das erlaubt, dass quasi selbst nach 2 Jahren in dem Zustand man direkt eingreifen kann in die Materialität. Und für mich ist Malerei einfach ein extrem offenes Medium, das aufgrund dieses porosen, dieser Öffnungen nie wirklich vollendet ist. Und in dem Zustand, wie es jetzt ist, sind es eben 2 Figuren, die sehr, sehr einfach und sehr flüssig in die nasse Leinwand quasi reingesetzt wurden. Und zum Teil sieht man, wie das ausläuft in den Details. Und ob es Figuren bleiben, ist aber dann die Frage, die sich quasi durchs Weitermalen erst herausstellt. Das heißt, der Malprozess, es könnte werden. Was anderes werden. Und deswegen sind Figuren oder das, was wir jetzt als Figuren wahrnehmen, sind ja für mich eben nur Platzhalter, um den Prozess weiter zu bewegen, um eine gewisse malerische Antwort meinerseits zu provozieren. Und ich glaube, deswegen funktioniert reine Abstraktion für mich nicht, weil wenn es keine Figuren wären und es wären nur diese Strukturen, dann würde ich quasi in diesen Materialfetisch verfallen, dass ich anfange, wie sich das aufspaltet etc. und würde anfangen, quasi mehr interessiert sein eigentlich, was das Material macht, als diese Frage von Formensprache und wie etwas entsteht und sichtbar wird. Und das entsteht für mich nur, wenn es eben an dieser Schnittstelle Erkennbarkeit und Unerkennbarkeit irgendwie entlangläuft. Das heißt, in 2 Jahren kann man nochmal schauen, ob es noch existiert. Ich finde es interessant, wie du immer wieder den Prozess
thematisierst. Das heißt, ein zeitliches Element in deine Bilder hineinbringst. Das ist auch so etwas, was sich dem unmittelbaren Verständnis hier eigentlich entzieht, wenn ich sage, ich habe ein Bild als Produkt, aber jetzt nicht eben als sozusagen Konsumprodukt, sondern als abgeschlossenes Bild, das dann auch zum Verkauf steht. Und auf der anderen Seite habe ich eigentlich nur einen stillgestellten Prozess, der jederzeit weitergemalt werden könnte. Ja. Worin unterscheidet sich jetzt das Bild, was wir eben gesehen haben, wo du gesagt hast, naja, wer weiß, vielleicht ist es nur ein Zwischenstadium und in 2 Jahren knüpfe ich daran an und male es weiter. Und diesem Bild hier, das ja, also jetzt für mich, wesentlich verdichteter anmutet. Also diese, wo du auch jetzt nicht mehr die Farben ausfließen siehst, wo du das Gefühl hast, ja, es könnte sich noch in die eine oder andere Richtung verändern, wo eigentlich eine sehr stringente Komposition ist, eine Verschränkung der einzelnen Elemente, eine Tiefe und dann auch durch diese Weißhöhung hier auf das Gesicht dieses alten Mannes. Die Komposition kommt mir perfekt vor. Sie kommt mir wirklich völlig in der Balance vor. Ja. Würde das, was du eben zu dem anderen Bild gesagt hast, auch für dieses Bild gelten, dass du es in 2 Jahren weitermalen könntest? Es kommt drauf an, es ist sicher gesättigter als die andere Arbeit in zweierlei Hinsicht. Das ist von den Farbschichten so viel Farbe drauf, dass die Leinwand einfach satt ist und jede zusätzliche Schicht reagiert anders, als wie es auf der ungrundierten Leinwand reagiert. Und um gleichzeitig von den Formen, die entstanden sind, ist es auch an einem Punkt, wo jeder Zusatz eigentlich wieder anfängt, nicht so sehr ein Zusatz, sondern eigentlich ein Substitut ist für was anderes. Das heißt, die Komposition wird sich nicht mehr so weit vorwärts entwickeln, als grundlegend verändern. Und ich denke, der Idealpunkt ist ja eben, wenn die Arbeit so gemalt wurde, dass sie ohne Farbauftrag sich selber weitermalt. Und an dem Punkt ist, wo man sagt, die Komposition wird sich aus meiner Erfahrung verändern, aber ohne meinem Zutun und ohne dem Zutun von jemand anderem, aufgrund einfach dieser Dichte, die Form hat, werden sich mit den Jahren oder vor allem, wenn man die Arbeit immer wieder sieht, gewisse Dinge, an denen man sich satt sieht oder entlang sieht, werden sich umkehren und man wird auf andere Dinge aufmerksam werden. Und ich denke, das ist für mich dieser spannende Moment, wo Malerei quasi eine Eigenbewegung einnimmt und man quasi ohne eigentlich Einwirken quasi eine Art einen Stillstand aus dem Weg gegangen ist. Das heißt, und das klingt ja fast paradox, das Bild entwickelt sich weiter im Auge des Betrachters und mehr noch im immer wieder Wahrnehmen des Bildes, immer wieder erneut im Begegnen, wo ein Bild eigentlich schon eine Begegnung auslöst und eigentlich kein, ja, das Gegenteil des Bildkonsums ist eigentlich die Begegnung des Betrachters mit dem Bild. Und ich finde, das passt sehr gut, wenn du das gerade bei diesem Bild sagst, denn wenn man mal hier in die Feinstrukturen hineingeht, wenn man hier mal sieht, wie die Haut durchsichtig wird, transparent wird, wie ja fast so ein Aderwerk sich durch die Arme und die Gliedmaßen zieht, oder wie dieser Kopf hier fast eine, wie möchte ich sagen, gläserne Dreidimensionalität bekommt. Man kann fast hineinschauen, man hat das Gefühl, und es ist eigentlich mehr angedeutet, dass es wirklich ausgemalt wird, dass man ja in dieses Bild hineinschauen kann und eigentlich an dem Werdeprozess des Bildes teilnehmen kann.
Und durch diese intensive Begegnung mit dem Bild wird es, obwohl es eben nicht im Sinne von Bildern gemalt sind, die diesen unmittelbaren Netzhautreiz ausüben, hat man doch das Gefühl der Intensität, der Dichte, des unglaublich Präsenten. Ja. Eigentlich ist es ein Bild eines, so sehe ich es, eines träumenden Greises mit geschlossenen Augen, der innere Bilder assoziiert, so wie wir vielleicht vor manchen Bildern mit geschlossenen Augen stehen könnten und die Bilder in uns hinüberfließen lassen könnten. Du hast ja immer eine hohe Affinität zur Literatur gehabt. Letztes Jahr den Georg-Trakl-Preis der Stadt Salzburg verliehen bekommen, beziehungsweise gewonnen. T.S. Eliot war für dich immer ein sehr interessanter Dichter. In der letzten Zeit ist Samuel Beckett für dich sehr wichtig geworden. Samuel Beckett ist ja bekannt, ich sage mal so, er wird ja unter dem Begriff Existenzialismus oder auch absurdes Theater subsumiert. Ich denke, für Beckett ist vor allen Dingen charakteristisch, dass er unsere gewohnte Syntax, Sprachsyntax aufbricht und eigentlich das Wort als Tiefendimension in Prosatexte hineinbringt. Das heißt, wo gar nicht mal der Zusammenhang so wichtig ist, sondern auch oft durch Wortwiederholung oder Handlungswiederholung von Protagonisten in seinen Texten etwas Rhythmisches hineinkommt, etwas ja, sehr Poetisches, fast Befreiendes und Öffnendes. Ja. Wie kamst du auf Samuel Beckett und was fasziniert dich an diesem Schriftsteller, Poeten? Besonders. Beckett habe ich natürlich wie viele also zum ersten Mal gehört über Warten auf Godot und habe dann mich mehr für ihn interessiert und auch angefangen, alles zu lesen, was ich kriegen konnte. Und es war sicher mitunter die Erfahrung der Rhythmik, und die für ihn auch sehr wichtig war, eben dass die Sprache eben nicht in erster Linie das Vehikel für Informationsweitergabe ist, sondern eigentlich eben Raum schafft, einen rhythmischen Raum schafft, einen Bilderraum schaffen kann. Und das hat mir extrem viel gesagt, weil es war etwas, was ich in der Malerei selber versucht habe, dem weiter nachzugehen, eben nicht das Schaffen von Bildern, nicht das Schaffen von Bildern, die quasi eine gewisse Bedeutung oder eine gewisse Komposition oder eine gewisse Klarheit schaffen, also wo man es sich anschaut und sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden und gehe mit diesem Bild nach Hause, sondern dass eben die Malerei, ähnlich wie die Poesie, einen Erfahrungsraum schafft, in dem man sich hineinbegibt, wenn man davor steht. Und ich glaube, ähnlich wie Beckett oder ich glaube alle Schriftsteller, die mehr fordern vom Leser oder eine gewisse Aufmerksamkeit fordern, sind wir, glaube ich, heute weniger gewohnt, diese Zeit und auch diese emotionalen Aufwand aufzubringen, um uns Dingen anzunähern. Und ich denke, dass die Erfahrung, die man an einem Tag mit einer Malerei beziehungsweise mit einem Text von Beckett oder einem Gedicht hat, ist nicht speicherbar
in der Form, wie andere Dinge abspeicherbar sind, andere Arten von Daten oder Informationen. Das heißt, man ist immer wieder angewiesen auf quasi dieses Geschenk des Moments, wo man hineintreten kann und das ist nicht in erster Linie abhängig nur vom Gedicht selber oder von der Malerei selber, sondern auch vom Betrachter, der bereit ist, eben hineinzusteigen in diesen Raum und auch präsent zu werden. Also eigentlich auch eine körperliche Aneignung. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Beckett lese, komme ich eigentlich dazu, dass ich ihn laut anfange laut zu lesen. Ja. Ja? Um diesen Rhythmus und auch die Körperlichkeit, die das Wort oder die Leiblichkeit, die das Wort bei Beckett hat, ja, um die spüren zu können. Und wenn ich mal zum Beispiel jetzt den Watt lese, schaffe ich es auch nicht länger als nicht mehr als zwei, drei Seiten zu lesen und dann geht es nicht. Also Beckett lässt sich nicht konsumieren. Ja. So wie du gesagt hast, es lässt sich einfach nicht speichern und eigentlich informativ abrufen, ja, weil es eine Erfahrung eigentlich voraussetzt. Sind es auch diese Erfahrungen? Macht man vor deinen Bildern Erfahrungen? Ich hoffe, wobei kontrollierbar ist es ja nicht wirklich. Und für mich selber ist es auch so, dass gewisse Malereien, zu denen wo ich tatsächlich eine Erfahrung gemacht habe in einem Moment, meistens nicht beim Malen, sondern oft Jahre später, wenn ich die dann wieder sehe, ist es weg. Also es ist auch so, dass ich das eben weder in der Arbeit selber speichert, noch in dem Betrachterraum, sondern es ist immer wieder eigentlich eine Art Glücksmoment, wo beide sich im richtigen Moment treffen und dadurch existieren können für diese Zeit. Und ich glaube, diesen Begriff des glücklichen Zufalls, oder, kommt sich herein und dieser richtige Moment an der richtigen Stelle zu sein, ist sicher etwas, was für viel Kunst, vor allem für gute Kunst, glaube ich, lebensnotwendig ist.